Willkommen zurück zu einer neuen Runde Battlefield 3, diesmal auf der Insel oder auf der Map Karg Island. Strike at Karkand, genau, das haben wir ja beim letzten Mal gespielt. Diesmal der Aufklärer mit der L96, die wollen wir jetzt mal austesten. Und dann wollen wir einfach mal beginnen. Ist diesmal ein 200er Server. Und sind jetzt... ja, recht wenig. Aber da kann man ja nichts machen. Ah, ich dachte, ich hätte ihn noch getroffen. Natürlich eher die L96 oder eher gesagt, die Aufklärer sind allgemein eher fürs Zurückziehen gedacht. Also eher im Hinterhalt. Aber da das ja zu langweilig ist, versuche ich auch mal ein bisschen in die Offensive zu gehen, so gut wie es halt geht. Da oben war einer. Ja, vielleicht kommt er noch. Da ist er. Oh, ich treffe wieder nicht. Also heute habe ich es aber. Gehen wir uns erstmal zurück, weil der hat uns gesehen. Was machen die denn da? Oh, das Geländer. Treffer. Oh, der war verzogen. Wieder ein Treffer. Oh. Ja, da haben sie uns. Ich versuche mal, da jetzt auf den Turm zu kommen. Wenn das geht. Ich hoffe mal, das funktioniert so, wie ich das mir hoffe jetzt. Oh, was war das denn? Wo kam der jetzt? Ja, von da oben. Da haben sie uns gesehen. Ich will die Camper da mal runter schießen. Das geht nicht wirklich. Hier war doch irgendwo einer. Da will ich... Boah, zwei auf einmal. Da in dem Haus wieder. Also heute verstecken sie sich aber überall. Eben mein Score, der war besser. Hab ich schon mal ein bisschen vorgespielt. Den haben wir auch. Und da kommt jetzt einer. Einfach mal eine Granate. Oh, die kommen... Ach, da in dem Haus schon wieder. Ah, nicht reviven, nicht gut. Puh. Den jetzt? Ja! Direkt mal drauf gehauen hier. Ah, die verzieht immer so. Oder ich verziehe. Nicht die Waffe. Also ich versuche jetzt irgendwie in irgendeiner Weise auf das Haus zu kommen. Zur Not einfach mit dem Mörser. Das funktioniert immer. So, ich bin jetzt im Haus. Erstmal gucken, ob hier nicht einer ist. Nein! Ah, der ist uns nachgelaufen.
Müssen wir es wieder versuchen. Oh, die sind aber überall hier. Ah, jetzt stand der im Weg. Da ist noch irgendwo einer. Oh! Gemessert. Die Höchststrafe für alle Battlefield-Spieler. Wir versuchen uns jetzt mal von hier. Ich glaube, das wird auch wieder nichts. Jetzt sind sie hier weg. Da höre ich wieder Schritte. Da war nämlich einer. Ich hoffe, der hat uns jetzt nicht gesehen. Ja, der wurde schon ausgeschaltet. Laufen wir da jetzt mal rüber. Zack. Einmal voll da rein. Einmal messen. Ah, wollte gerade sagen, wie bleibt denn das? Hätte ja klappen können. 32% Leben hatte der noch. Es wäre auch zu schön gewesen. Ah, hier ist kein Glas mehr. Einfach mal ins Nichts messern hier. Es macht eigentlich wenig Spaß, solche Runden, dass wenn die da alle mich verschanzen, ne? Da vorne sind welche. Ja, da war einer. Zeitgleich. Und ich werde noch mit einem... Mit einem Mal direkt revived. Oh nein, 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 nein. Und direkt wieder getötet. So, vielleicht haben wir jetzt mehr Glück. Also Stats brauche ich mir eigentlich gar nicht anzugucken. Die sind sowieso im Eimer. Probieren wir es nochmal von der Seite hier. Vielleicht haben wir ja da mehr Glück. Da war wieder einer. Da ist er gerade gelaufen. An dem Haus wieder. Ja, ich hoffe, der sieht... Ja, der sieht die nicht. Dann würde ich sagen, wechseln wir einfach mal die Klasse, weil es bringt nicht viel. Da haben wir nicht viel von. Dann benutzen wir mal die MG36. Mal gucken, was wir denn da schon so Schönes für freigeschaltet haben. Gut. Zwei Ballen brauchen wir nicht. Irgendwie. Ja, nur zwei Ballen. Also... Da können wir noch einiges freischalten. Ich weiß nicht, wie die das machen. Mit einem Schuss treffen die. Und ich brauche irgendwie immer 20.000, bis ich treffe. Aber das scheint ja normal zu sein. 4 zu 11.
mal zumindest ansatzweise den Kopf getroffen. Der kommt jetzt hier vorbei. Oder auch nicht. Einfach mal kurz nachladen. Kurz verstecken hier. So. Und lass mal den mal vorlaufen. So, die sind wieder weg. Kann man eine Granate werfen. Da haben wir doch schon einen. Ist das nicht ein Gegner? Ach, das war ein Gegner. Okay, wir haben die Führung übernommen. Macht weiter draußen. Also, viel Leben haben wir jetzt nicht. Deswegen verstecken wir uns einfach mal. Einfach mal. So, jetzt kriegen wir auch wieder Heal. Das sieht ganz gut aus, dass wir jetzt hier die Seite kriegen. Ja, 2 gegen 1. 30% Leben. Hatte er noch. Wir könnten ja einfach mal aus Spaß ein bisschen mörsern. Heb deine Munition auf, Mann! Ich würde sagen, das tun wir auch einfach mal. Einfach nur ein paar Kugeln. Damit die mal ein bisschen ihre Beine in die Hand nehmen. Scheiße, ja, da haben wir schon einen. Einfach mal ins Nichts geschossen. Und schon sind wir tot. Egal, einen haben wir erwischt. Tun wir den Mörser wieder weg. Was haben wir denn hier noch? Claymore ist eigentlich besser. Von überall. Da hinten versteckt er. Nein, nicht in der Situation. Ach doch. Die beleben eigentlich immer an den ungünstigsten Positionen und Stellen und Situationen eigentlich wieder. Wo man eigentlich mitten im Gefecht ist. Ja, da ist keiner. Schnell rüberlaufen. Und dann wird man halt getötet da. Noch ein zweites Mal und dann vielleicht noch ein drittes Mal und dann wird man halt respawned. Also das stört ein bisschen immer. Was war der? Jetzt sehe ich gerade gar nichts. So. Einfach mal in das Haus hier rein. No! Nein, 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 nein. Oh, hat das geleckt. Naja, beide gegenseitig umgebracht. Und wir sind jetzt bei der Hälfte angekommen. Ja, natürlich direkt gespawnt. Da, wo man eigentlich nicht spawnen sollte. Da haben wir den auch schon mal. Zu 98 jetzt. Ich bin Sanitäter. Ich bring dich wieder auf die Beine. Der ist schon tot. Da können wir nichts mehr machen. Oh, da werde ich irgendwo anvisiert. Der war aber nicht von uns. Steht da immer noch. Vielleicht läuft er jetzt vorbei. Ja, die Claymore. So eine kleine Stolperfalle.
jetzt schnell hier hinlaufen. Und wenn die dann da vorbeilaufen und sehen die nicht, dann war's ihr Ende. Das gibt's doch nicht. Immer diese Sniper. Ist halt eine Map, wo man auch viel campen kann. Wow. Granate. Überm Haus, unterm Haus, überall sind sie. Dann wechseln wir einfach mal wieder zu meiner im Moment Lieblingswaffe beim Versorger. Dann machen wir das mal kurz. Einmal so. Haben wir leider nichts getroffen. Kommt er jetzt oder nicht? Ich bin Sanitäter. Brauchst du Hilfe? Da war mal eine Granate hinterher. Na, ich glaube, der ist schon weg. Der ist schon weg. Entweder der wurde jetzt gekillt oder im letzten Moment noch geschafft, wegzulaufen. 4%. Da steht doch jemand wieder und will uns töten. Einfach mal hier durch die Mitte. Und werden wieder getötet. Selbst die erwischen wir nicht. Oh, das ist so erniedrigend. Die bunkern sich einfach mit allem Mann in eine Ecke und verstecken sich auf die Häuser überall. Und wenn du den einen triffst, dann kriegst du genauso wie da oben wieder, kriegst du wieder die Kugel vom anderen ab. So, einen haben wir mal. Endlich. Wer war das denn? Achso, der. Ich dachte gerade schon. Kam der denn her? Da steht wieder einer. Und da steht auch wieder einer. Eieieiei. Also das ist eine gute Truppe hier. Obwohl wir eigentlich in Führung liegen. Ach, der macht das hier. 55 zu 11. Level 70 ist der. Der rettet uns hier. So, gespawnt und dann wieder getötet worden. Ja, behalten wir. Den sehe ich jetzt nicht. Stand wieder einer, glaube ich. Oder der war von uns. Ah, hab ich doch richtig gesehen. Der wurde nicht stark getötet. Alle in dem Haus da. Und dann schön mit dem... Nein! Jetzt werden wir gerade geschossen. Granate, Granate. Und da steht wieder einer. Jetzt wollen wir ein bisschen squatten.
Mach. Schub liefern. 1 zu 5 gegen 10 Chicks. Zu 12. Meine Güte, hat der Stats. Das nenne ich mal gut. Sei denn, er campt natürlich. Ja, ich kann mich noch nicht mal in dem einen Haus verstecken und dann kommt nämlich schon der nächste. Einfach nochmal die Waffe wechseln. Einfach mal die hier, keine Ahnung. Oder haben wir die schon? Ja, die haben wir schon. Gut, dann nehme ich einfach nochmal die. Die wollte ich zwar nicht, aber... Müssen wir jetzt durch. Da oben auf dem Haus. Da ist wieder einer. Und da kriege ich wieder alles ab hier. Die Claymore. Dann läuft er da nämlich rein. Wird getötet. Ja, wo sind sie denn da? Ah, haben wir noch einen. Zack. Ah ne, das war ich gar nicht. Ne, war gar nicht die Claymore. Ach, wir haben einen. Freies Dach wieder. Oh, nein, das wollte ich nicht. Ich warte auf die Granate. Wo sind sie denn? Da. Einfach mal da in das Nachbarhaus, weil da habe ich nämlich das Gefühl, ist einer. Recht hatte. Achtung! Irgendeiner muss doch mal hier hochkommen. Das ist immer noch nicht die Claymore. Nachladen. Und dann sprint, wenn wir jetzt... Oh. Okay, das war's dann wohl mit dem Sprinten. Nehmen wir jetzt einfach mal die hier. Keine Ahnung, einfach mal irgendeine genommen. Was ist das denn für eine Wummel? Ah, das sieht ganz gut aus für uns. Der ist schon tot. Ah, Mist. 20% Leben. Wie sieht's denn jetzt aus? 105. Oh. Sehr, sehr knapp. 196. Na, vielleicht gewinnen wir das noch. Nehmen wir kurz die hier. Eine sehr knappe Kiste hier. Einer noch. Einer noch. Oh, Gleichstand. Wer wird's jetzt machen? Und? Und? Nein! Im letzten Moment verloren. Ja. So kann es natürlich auch gehen. Die ganze Zeit geführt und dann doch verloren. Ah, fast. Also das war eine wirklich spannende Runde. Ausgleich. Aber auch nur dank dem ersten. Und das war eine Runde Strike at Kakant. Ich verwechsel die immer. Und dann sehen wir uns das nächste Mal dann mit einer anderen Map. Bis dahin. Tschüss.